Geht so. There should be a ventilation opening in here that'll take you to the miners outside. Na, das kann ich nur so zurückgeben. Immerhin gibt es hier wieder Leben. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir haben ja auch durch den Fall ein bisschen was mitnehmen müssen. Ein bisschen was abbekommen. Gibt es hier noch irgendwas Tolles? Scheinbar nicht. Dann werden wir wohl mit dem Kessel mit Höhe fahren müssen. Ich hoffe mal, der kommt irgendwann nochmal runter. Autsch. Na? Kessel? Wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht noch mal hier auftauchen? Ah, genau, jetzt können wir wieder runterlassen. Und dann hüpfen wir gleich mal rein. Das sollte dann, denke ich, mal helfen. Dauert aber schon ganz schön. Aber gut, ich denke, wir werden dann auch ein bisschen unterwegs sein. Müssen ja auch einigermaßen weit nach oben, wie das hier aussieht. So, mein lieber Kessel, dann mach doch mal hier, genau. Komm mal schön her. Dann kannst du hier nochmal zurückfahren. Ich speichere das sicherheitshalber nochmal. Und ab. Mir echt immer weh hier. Egal was ich mache, direkt mal hier den Fuß verstaucht. Wahrscheinlich geht es da weiter. Andererseits, da kam ich ja gerade her. Nee, das... Genau, da passt doch kein Kessel durch. Das wird's dann nicht sein. Hier sieht es doch mal ganz gut aus. Nicht so weit, mein Lieber. Das wäre fast schief gegangen. Wir sind jetzt wieder am Anfang, oder? Wir sind wieder am Anfang. Okay, was hat das jetzt gebracht? Vielleicht klettern wir erstmal hier ein bisschen weiter hoch. Und zumindest hier das Zeug nochmal mitnehmen. Ah, ich glaube, wir mussten aber auch erst... Ich glaube, wir mussten oben anfangen. Mit den Systemen. Ich denke, dann kommen wir hier ein bisschen weiter. So, dann hier mal hoch. Geschossen wird von... Da oben, okay. Ja, ja, brüll du mal. Ist ja schon in Ordnung. Ich versuch's so die ganze Zeit schon. Gerade so. So, wie schnell wirst du denn? Ich glaube noch nicht schnell genug, dass wir damit, uns hochtreiben lassen können.
Autsch. Na gut. Kriegen wir das hin? Yep. Tut halt nur weh. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Ich glaube, der ist gerade am Herzinfarkt gestorben. Tell Eos we tried, but Sniper on Crusher. Okay. Danke für die Warnung. Das war's mit dem Sniper. Und mit dir auch, Kollege. Also, ob wir den auch hätten einfach crushen können. Aber dann können wir uns jetzt einen Sniper holen. Sehr schön. Aber auch die spare ich mir gerade noch ein bisschen auf. So, gehen wir wieder runter. Und schauen hier noch ein bisschen weiter. Da ist jetzt nicht Leben. Ah, nee, doch nicht. Das ist einfach nur Blut. Verdammt. Blut ist normalerweise kein Leben. Hier hinten scheint es weiterzugehen. Mal gucken, wo uns das hinführen mag. Ja, Lichteffekte. Ah, guck mal, da wird es auch direkt mal, die Sniper lohnen. Und zwei weniger. So. Ja. Damit nicht alles täuscht, mussten wir, glaube ich, auch den Hebel jetzt gleich umschießen. Schade. War der ein bisschen zu schnell. Aber sowas von Party-Time. Nein, jetzt müssen wir dafür nicht die gute Sniper-Munition verschwenden. Das geht auch so. Hey. So, die Herren. Ein bisschen was an Leben war da. Das ist gut. Dann, geht's hier weiter. Mal gucken, wo uns dieser Luftschacht hinbringen wird. Oder Luftschleuse. Schacht ist es ja nicht. Dafür ist es ein bisschen zu groß. Wieder einer, der hier vor lauter Herzinfarkt gestorben ist. Okay. Ich schätze mal, Assault Rifle ist hier the way to go. Auf geht's. All miners report to the nearest guard station. You will not be harmed. Scheinbar dürfen wir nicht hin. Ich meine, wir wollen uns doch hier einfach nur stellen. So, nutzen wir das Ding mal noch aus. Zumindest ein bisschen was hat sich ja, gelohnt. Nicht mal Muni kriegen wir hier. Frech. Wie gesagt, die Glaseffekte haben mir echt gut gefallen damals. War tatsächlich ziemlich cool. Some of my best friends are miners. Ja, man merkt's. Gut, Leben brauchen wir gerade nicht. Over here. Help, guards! Ich gehe mal davon aus. Oh, wir gehen, können sogar weiter, aber hey, Service-Tunnel. Das sieht ja auch ganz interessant aus. Vielleicht kriegen wir da etwas besseren Service. Uff.
führt denn das hin? Guten Abend. Zu einer verschlossenen Tür, die wir nicht aufkriegen. Okay. Beziehungsweise einer Luke. Dann gucken wir, was du so zu erzählen hast. Ne? Nichts. I haven't done anything wrong. Hm. Aber wir haben hier ein bisschen was an Zeug gekriegt. Das ist doch schon ganz schön. Jetzt haben wir wieder volle Rüstung, volles Leben. Hat sich das mit dem Service gelohnt. Haben wir tatsächlich mal gekriegt, was hier versprochen wurde. Endlich mal guten Service. So, weiter geht's, Kinders. Wunderschönen guten Tag. About time you got here. Tja, du hast Hendrick auch says you made it into the geothermal plant. Nicht so lange durchgehalten, Kollege. There are five facilities to sabotage: turbines, water control, water reclamation, lava control and the main controls. Da haben wir ja richtig was zu tun. Das artet ja hier noch in Arbeit aus. Additional security needed in geothermal plant number 4. So, Turbine, Lava, Water. Gehen wir mal hier rüber. Fangen wir mit der Lava Control an. Hallo? Ja, ja, sehr gut. Du kannst wunderbar im Kreis laufen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Lava flow exceeding safe operational parameters. Try it, Miner. Ja, ja. Please, leave me alone. Gute Nacht. So, das wär's mit der Lava. Dann gehen wir mal direkt weiter zum Wasser. All units are now on code red. Repeat. Code red conditions are in effect. Wait, I'm on your side. Meinst du? Time to die, Miner. Der scheinbar nicht. So, was können wir mit dem Wasser hier anstellen? Wir können Knöpfchen drücken. Wenn wir nah genug dran stehen. Water intake exceeding overflow. Turbine chambers flooding. Gut, damit hätten wir das schon mal. Wir kommen hier richtig voran hier mit dem Sabotieren. Gute Nacht. Ja, ja, ich komme doch schon. Ah, du lebst noch. Ändern wir das doch mal. Mach doch mal keinen so einen Stress hier. So, der scheint auch noch einigermaßen nett zu sein. Hm. Tja. Dann können wir sie nochmal kurz ausrüsten. Sehr schön. Over here. Help. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Mach mal keinen Stress, Kollege. Und vielen Dank für das Zeug hier. In the main control room is on our side. Once you've sabotaged the other four systems, get in there and he'll know what to do. Okay. Main control, water reclamation. Da ist erstmal zu. Okay. Intruder in geothermal plant number 4. Apprehend or neutralize immediately.
Destroy both pump stations. That'll force even more water into the system. Okay. Wir haben ja Sprengzeug da. Von daher. Please, leave me alone. Bringt das was? Erstmal nicht. Back pressure building and water reclamation system. Immediate technician attention required. Need help here. Ja, ich aber auch. Ich glaube, das war's schon, oder? Kann das sein? War das okay? War das genug? Hm. Fragen über Fragen. Geothermal plant turbines overloaded. Shut down all systems immediately. Don't shoot. I'm on your side. Come down here. Ja, ja. Ich glaube, das war's tatsächlich. Go to the other control panel and find the override button. Hm. Ich finde nichts. Hurry up, guards will be here soon. Ja, hier vielleicht? You see that button? You have to press it while I press this one. Ready? 3, 2, 1, go! Sehr gut. Turbine chamber pressure at critical levels. Anomalous event imminent. Where's my backup? Oh! Ah! Geothermal plant inoperative. Containment shields in place. The rest of the plan is probably rubble. You'll have to go out through the sub bay. Okay, danke für den Hinweis. Don't hurt me. Please. Ich hoffe mal, dass wir da noch irgendwie rauskommen. Aber jetzt können wir auch hier mal weiter. Sehr schön. Hallo, Mind Control. Wir haben tatsächlich volle Munition, glaube ich. So, ich hoffe mal, da habe ich gelesen, da gibt es wohl einige Probleme mit der Mod. Muss ich gleich nochmal sonst für alle Notfälle gucken, was da, irgendwas war da, glaube ich, umzustellen. So, möchtest du mal aufmachen, bitte? Na? Ich glaube, da komme ich aber auch nicht durch das durch, oder? Ne. Na gut, ich kann mir einen Weg freisprengen. So. Wenn man keine Türen hat, macht man sich einfach welche. Ich glaube, das war das Problem. Wait, I'm on your side. Okay, ich hoffe, ich habe vorher gespeichert. Ja, habe ich. Alles klar, dann schaue ich doch gerade mal nochmal kurz nach, was hier zu tun war. Augenblick. So. Tappen wir mal raus. So, das war... Wo war denn das nochmal? Red Faction... Unter Red Faction Widescreen hatte ich dann was.
Genau, die PC Gaming Wiki. So. Steam Overlay. Issues. Genau, sub explode when it hits water. Die High Frame Rate. Okay, da muss ich jetzt einfach mal kurz die Frames runterstellen. Alles klar. Mal schauen, ob das funktioniert. So, einmal die Konsole bitte. Dann haben wir jetzt einfach nur noch... Boah, das ist echt langsam. 30 FPS. Wie gesagt, 30 FPS sind mittlerweile nicht mehr genug. Bei weitem nicht. Klopf, klopf. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. So, wenn wir das Ding jetzt ins Wasser lassen, jawohl. Dann mal rein da. So, kann ich jetzt die Frames wieder hochstellen oder noch nicht? Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Ich habe ja vorher einmal anständig gespeichert. Hallo Wollinchen, willkommen. So, ja, das scheint zu funktionieren. Vorerst. Alles klar, dann geht's hier mal weiter. Guten Abend, lieben Fischlis. So, mit dem Ausweichen geht es nicht so rund, aber hey, dafür haben wir eine schicke Explosion. Aber die haben wir ja vorhin schon gesehen. Leider war das bei unserem Schiffchen, das explodiert ist. Da haben wir ein paar unfreundliche Fischlis. Haltet ganz schön was aus. Altor has an underwater lab somewhere down there. If you can get inside, I've got a job for you. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Ich hoffe mal, wir kommen hin. You should see the research center in the cavern ahead. So, ganz nett, dass du hier noch rumfährst. Sieht tatsächlich schick aus, muss ich sagen. Das jetzt nicht so, aber die Explosion, die war jetzt nicht verkehrt. So, das war's dann mit dir. Ja, leider immer noch mal getroffen worden. Ich hoffe, wir müssen mit dem nachher nicht noch weiter. Aber ich glaube, das hat er schon zu viel abgekriegt. Ich hoffe mal, wir kriegen dann ein neues. Ruhe da oben.
Schnacke. Stay together. Ja, ja, versucht ihr das mal. No mercy. So. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Sehr gut. Allerdings auch nichts treffen. Komm doch. So, geht doch, meine Herren. Können wir da nicht rein? Nee. Na gut, dann hoffen wir, dass wir hier gleich noch ein bisschen was Schönes an Zeug kriegen. Wait, I'm on your side. Das sieht nicht so aus. Service-Tunnel. Siehst du, kriegen wir direkt hier wieder Service. Au. Schmerzen. So, guck mal, da haben wir... Na gut, doch, Leben brauche ich tatsächlich. Wenn auch nicht viel. Zit. Over here! Help! Guards! Gibt es sonst noch was Tolles hier? Ja, Rüstung, sehr gut. Dann schnappe ich mir die natürlich auch noch. Danke. So. Sehr cool. Na, das mit dem Wegpritzeln war jetzt nicht so erfolgreich. Na gut. Haben wir es auch mal gemacht. Raketen wir was, glaube ich, hier wieder ein bisschen übertrieben. Tuff, 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 die Eisenbahn. Hat auch ähnliche Komfortausstattung wie die Eisenbahn, also wie die Deutsche Bahn hier. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ah. There's a miner waiting for you by the stairs to admin. Put on the suit he gives you, it's the only way you'll reach Griffin. Mhm. Ja, die haben tatsächlich bei Black Mesa gelernt. Erinnert da bei einigen... Hier bei einigen Sachen noch sehr an Half-Life. Parker, over here. You got a monkey suit for you, Parker. Put it on and keep it on. Give me your weapons. They're too bulky to carry beneath the suit. Take the silenced pistol. Keep it holstered under your suit. Use it only when you absolutely have to. Danke. So, und jetzt haben wir halt auch so einen Anzug an. Und das fand ich nämlich tatsächlich ziemlich cool damals, diese, ja, Stealth-Section jetzt, die kommt. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. This is a high security area. Be careful. Na, siehste, Steam weiß es scheinbar auch. And don't get too close to anyone. Watch out for cameras. If you get too close, the tech monitoring might recognize you. Jo. And if you have to kill someone, hide the body. So, wie ging das denn jetzt hier nochmal? Ich glaube, der geht nachher irgendwann auf Toilette oder so. Hier sitzt halt jemand rum. Remember, Parker, we want Griffin alive. Miners are dying of the plague down here. If Griffin knows anything about it, we have to get it out of him. Ja, ja. Ne, der hat bisher noch nicht so viel zu tun gehabt. Kein Alarm. Schlagen. Ich habe ja auch extra so eingestellt, dass es halt nicht zu nervig wird. Ja. So, möchtest du irgendwo anders hingehen? Ah. Hm. Dann müsst ihr euch mal gucken. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich der... Der wichtige Part ist ja tatsächlich der Nightbot. Achso, meinst du wegen der Ankündigung, dass die noch nicht gekommen ist? Ja, ich hatte, glaube ich, vergessen, das zurückzusetzen. Das dauert jetzt halt eine Weile.
Das dauert halt eine Weile, bis der dann wieder da ist. Oder bis dann die Meldung kommt. Ja, müsste ich mal gucken, was damit jetzt ist. Security breach in administration. Additional units requested. Okay, das war nix. Ich meine, wir könnten sie auch durchballern, aber ich würde es ganz gerne schaffen, ohne entdeckt zu werden. Griffin's office is on the third floor of the admin area, Parker. What's been eating Griffin lately? Mhm. So, das Problem ist, dass wir an dem irgendwie vorbei müssen. Okay. Wie gesagt, nicht zu nah an irgendwelche Leute ran. Griffin's office is on the third floor of the admin area, Parker. What's been eating Griffin lately? I don't know, but something's up. I think it's the miner strike. Well, that's under control. Ich denke, hier haben sie auch wieder einige Entwickler verewigt. Na du? Wie wär's, wenn wir einfach mal den Aufzug nehmen? So wie ganz zivilisierte Leute. Take the lower hallway that leads to the left. I have a surprise for you, but hurry up. Okay. So, wie schick wir aussehen. Moment, Lower Hallway. Schön vor den... Ja, schön vor den Kameras einigermaßen verstecken. Hi, Parker. Just wanted to see you in person for a change. Hallo. Where I can do the most good. Gut, dann, das war eine wunderschöne Überraschung. Rechts halt mit einer Waffe oder irgendwas Nützlichem, aber hey. Ja, genau. Das könnte natürlich auch sein. Ups, hallo, ich gehe mal wieder. So, High Risk, High Pay, High Adventure. Dafür sind wir doch da. Na, ich bin dran. I'm sending a squad to meet you and bring Griffin down here. Ja, ist ja in Ordnung. So, speichern kann ich, glaube ich, hier auch nochmal. Und dann geht's ab nach oben. This is exec land. Be extra careful in here. Security is very tight. Jo. Security breach in administration. Das hat's hier gelohnt. Ne? Einmal nach oben bitte. Danke. This is exec land. Be extra careful in here. Security is very tight. In Ordnung. Genau. Bitte einmal umdrehen. Und verzieh dich wieder. Dankeschön. Okay. Wir werden erkannt, wenn wir daran vorbeirennen. In Ordnung. Hallo Eisdrache, willkommen. Gehen wir von hier unten rum. Und dich wahrscheinlich auch hier gleich wieder umdrehst. Nee, tatsächlich nicht. Das ist nett. Wieso steht hier jemand? Genau. Okay. Ich muss ein bisschen mehr speichern. Und ein bisschen mehr durch die Gegend rennen. Zack. Ich bin ein Sicherheitsmann.
Ich komme an die Sicherheit ran. Okay, du kommst auch hier rüber. Drehst dich aber jetzt hoffentlich gleich weg, genau. I know you. Alles klar, das wird aber so nix. Ich muss dann tatsächlich los, sobald er losrennt. You, you're one of the ring. Das ist doch irgendwie nicht machbar. Ah, warte mal, ich könnte... Okay. So geht's. Wieso hat der andere Kollege jetzt so Stress auf einmal? Ich speichere mal noch nicht. Hey, da ist das falsche Spiegelbild. Oder warst du der, den wir töten mussten? Excuse me, sir. Do you have an appointment? I'm sorry, but Mr. Griffin is busy now. Would you like to make an appointment? nee, Spiegelbild mit der, also wir haben ja die Minenrüstung hier noch an. Können wir mit dir reden? Nö. Wait, you can't go in there. Das wird schon. Danke. Stop, don't shoot. I can help you. You're Griffin, right? Deputy Administrator Griffin? Yes. Why do I need your help? I'm the one with the gun. I have vital information. You must take me to Eos. What do you know about Eos? Altor knows all about her. They set this whole thing up. You must take me to her. What do you mean they set this whole thing up? No time to explain. Take me to Eos. I'll tell her everything I know. Explain it to me first. I'll tell you what I can on the way. But more guards are going to show up soon. I'm right behind you. Betray me or try to run, and you'll be the first to die. Put that gun away. If the guards see you with it, we're both dead. You lead the way. You've got the gun. Okay. So, und ich glaube, das war's jetzt. Jetzt sind wir genug geschlichen. Oder? Kommst du mit, Kollege? Ich guck mal, spawnst du hier oder müssen wir dich gleich abholen? Ich schau mal. Scheinbar müssen wir ihn mitnehmen. Auf Wiedersehen. Dir warte ich jetzt nochmal, bis du kurz weggehst. Danke. Müssen wir dich nochmal ansprechen oder was ist da los? Kollege, du kannst ruhig mitkommen. Going for a swim, sir? Ja. Muss auch mal sein. Hi. So, dann schalten wir hier mal aus.
Facility breach in administration. Additional units requested. Au. Komm. Ich frag mich halt, hast du die Waffe mitgenommen jetzt eigentlich? Security breach in administration. Additional units requested. Nicht so wirklich. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen verbuggt, aber er kommt zumindest mal mit. Nein, doch nicht. Ihr habt Leben da. Ich dachte gerade, ich krieg gar keinen Schaden. Komm, weiter geht's. Time to die, Miner. Und ich soll auch mal aufpassen, dass ich nicht allzu viel Munition hier verballer. Willst du lieber hier unten rum? Komm. Komm weiter. Komm. Ach ja, Escort-Mission. Kann halt auch nicht mit dir interagieren. Wir können auch unten rum, wenn dir das lieber ist. Wir haben ja einigermaßen freigeräumt jetzt. Ja, scheinbar ist ihm das lieber. Not the elevator, this way. Okay. This door leads to storage and maintenance. We can escape that way. Alles klar. Dann komm. Ja, ich glaube, das scheint zu funktionieren. Jupp. Hey, du kannst teleportieren. Stay here. I'll wave us in. Okay, move. Hold it, Miner. You get me to do this. I've got enough proton bolts to carry them forever. This guy's playing some angle, Parker. Don't let your guard down. Jupp, danke. Ich gehe mal kurz hier rein. Und möchte mal kurz aufräumen. Danke. Naja, ein bisschen was an Leben ist ja da. Nett. Okay, Kollege. Ah, hier ist die Submachine dann. Okay. Dachte nämlich gerade. Gut, komm mit. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Please, leave me alone. Was habt ihr hier gebastelt? Noch ein paar Roboter. You're in the bot repair shops now, Parker. EOS's squad should meet you soon. Okay, danke für den Hinweis. Das ist ja auch schon mal sehr freundlich. Don't hurt me, please. Try and take me, Miner. Ihr bleibt da bitte schön drin. Du könntest mal stehen bleiben. So. Wirklich viel Muni haben wir leider nicht mehr. Aber das wird schon. Hier ballert schon wieder irgendjemand und ich sehe nicht von wo. Wahrscheinlich von da hinten irgendwo. Kommt ein Aufzug runter? Jo. Ist ja ganz gut, dass ich da stehen geblieben bin. Das war allerdings auch schon mit der Muni hier wieder. Jetzt müssen wir mit der Shotgun, habe ich noch ein bisschen was da.
fürs Leben. Hier ist ja, ne, hier ist nichts Neues. Schade. Also kein Erste-Hilfe-Kanister mehr an der Wand. Verdammt. Na gut, wir haben ja, ja, ein bisschen was an Muni. Wait, I'm on your side. So, kommst du mit, Kollege? Wir, ich glaube, wir bräuchten ihn noch ein bisschen. Da ist zu. Ultor's been causing the plague. Some sort of experiment. It's all Capek's fault. He's the head of Ultor Science and Medical Labs on Mars. Aha. I'll tell Eos all about it. Okay, kann sein, dass die eventuell die Barriere schon abgeschaltet haben. Boah, Moment, kurz räuspern. Don't hurt me. Please. Ich glaube, ich habe aus Versehen die Barriere jetzt wieder angeschaltet. Kann das sein? Und wir sprengen euch halt einfach mal weg. Na gut, dann nochmal nach oben. Oder geht's hier vielleicht... Ne. Irgendwie runter. Dann mal gucken, ob das was bringt, wenn wir das hier nochmal umstellen. Hoi. Zack. Ab nach unten, bitte. Eventuell sind jetzt noch mehr Barrieren aktiviert worden. Aber ja, vielleicht waren die ja so nett und haben das sogar schon für uns abgestellt gehabt. Ach nee, die Tür ist dann zu. Alles klar. Haben wir doch alles mehr oder weniger richtig gemacht. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch einfach jetzt ein Savegame laden können. Aber wer weiß, wo ich da gespeichert habe das letzte Mal. So, da haben wir jetzt die Tür auf. Allerdings die Barriere noch nicht abgestellt. Und du bist jetzt leider nicht mehr in der Lage, da irgendwie was durchzuwinken. Warte mal, müssen wir einfach hier nochmal hoch? Vielleicht switcht das auch einfach die Barrieren nur. Nee. Tut es nicht. Okay, wie kriegen wir das abgestellt? Habe ich irgendwo einen Raum übersehen? Oder muss ich da hinten irgendwas sprengen? Aua, ja, ja, ich weiß, das tut weh. Hier gibt es auch keine Möglichkeit, vorher irgendwie runterzugehen. Nee. Don't hurt me. Please. Ich glaube, das erste Mal, dass ich... Aber gut, das erste Mal, wo es halt nicht so ganz eindeutig ist, was zu tun ist. Wo ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Hast du eine Idee, wie wir weiterkommen? Please, leave me alone. Wir können die vielleicht mal alle erledigen, weil sie nerven. Aber das bringt ja auch nicht so viel. Oder gibt es da oben noch einen weiteren Schalter, den ich jetzt übersehen habe? Das kann natürlich auch sein. Sondern ein zweites Mischpult oder so. Ja, tatsächlich. Alles klar. Viel anderes wäre auch nicht mehr übrig geblieben. Ja, ja, ist ja okay. Wissen wir doch. So, sehr schön. Haben wir jetzt auch tatsächlich hier haben wir wieder Platz. Und Möglichkeiten weiterzukommen. Hey! Hi. Oh.
So. Dankeschön, das war nötig. Main Door. Ah ja, machen wir direkt mal auf. Weg mit der Kamera. Ne, ich will erstmal euch zerlegen. Ah, du kommst sogar schon her. Das ist freundlich. Scum. Follow me. There's a hidden door over here. Mhm. Praktisch. Was der alles weiß. Lass mal den Typen mal leben. There's a checkpoint ahead. I'll wave us through. Looks like he'll have to blast through. Need help here. Ah, ich hätte dich vielleicht doch nicht leben lassen sollen. Tja, das war's dann mit dir. Wir haben auch nur Granaten, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal, was das wird. So, fresst mal diese Granate bitte. Das war nix. Ich glaube, ich bräuchte doch, ja. Nehmen wir die Assault Rifle, wo ich halt nicht mehr so wirklich viel Muni hab. Naja, muss jetzt reichen. Einmal. Zweimal. Und das war's. So, ah ja genau, und jetzt können wir uns, glaube ich, hier mit den Granaten einen Weg hier rein sprengen. Oder auch nicht. Ah, da geht's zumindest mal auf. Wieso dann hier nicht? Hm. Und das bringt schon mal nichts. Na gut, da können wir leider auch nichts dran rütteln. Ich glaube, hier die Ecke kriegen wir auch nicht so einfach weg. Das hatte ich ja, glaube ich, schon probiert. Ah ne, doch, es hat funktioniert. In Ordnung. Allerdings haben wir jetzt auch wieder sau viele Granaten verschwendet. Na gut, wir haben hier aufgemacht. Nein, noch nicht. Warte. Jetzt. Danke fürs Erinnern. The launch bay is just down this elevator. Sehr gut. Dann bin ich doch mal gespannt, was das wird. Na, ich sollte vielleicht auch wieder auf die Pistole gehen, da haben wir wenigstens mehr Munition.
Hurry! Head for the fighter! So, die Herren. Ja, ist hier gerade nochmal gut gegangen. Du stehst einfach nur da rum. In Ordnung. Die Frage ist, wo geht's weiter? Ich glaube, wir müssen wieder einen Weg hier rausballern. So schon mal nicht. Muss ich jetzt alle... Ah, nee, ich muss glaube ich nach oben, oder? Kann das sein? Ja. Alles klar. We can't get out here. Ja, ja, ist okay. Dann fliegen wir halt hier nochmal durch. Ein bisschen Zielscheiben, ne? Herren. So, dann haben wir noch ein paar Fighter zu zerstören. Na, ein bisschen was kriegen wir ab. Sollte aber dann passen, denke ich mal. Na, dann will es aber einer wissen. Hallöchen. So, obenrum, untenrum. Ah, obenrum. Geht's eigentlich hier hin? Warum über dem vorgegebenen Weg folgen? So, das war's mit dir, Kollege. Ist aber angenehm kurzweilig hier, diese Fahrzeugabschnitte. Wie gesagt, bietet tatsächlich relativ viel Abwechslung das Spiel. Finde ich ziemlich cool. Hat mir damals auch sehr viel Spaß gemacht. So, wie es aussieht, sind wir hier auf dem richtigen Weg. So, leider habe ich jetzt nicht verstehen können, was du gesagt hast. Da kein Ton abgespielt wurde. Das war's dann mit euch. Ja, noch nicht ganz. Gute Nacht. So, da ist leider nichts mit landen. Dann halt so. Guck mal, hat doch wunderbar funktioniert, mein Guter. Ab nach unten. This is Alto's main trash disposal facility, Parker. I can't see Orion's group on my monitors anymore. Ist das gut oder schlecht? Okay. Dann machen wir mal die Tür auf. Und schalten die Lüftung an.
Du. Okay. Ah, ich erinnere mich. Okay. Ich weiß, was kommt. Du bist ja schon in Deckung gegangen, mein Lieber. That's an Altor personnel suppression combat. I didn't know they had any on Mars. Yep, dann komm doch mal mit. Autsch. So. Tür auf. Kommst du? Scheinbar nicht so. Hey, du sollst hier reinfliegen.